Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Begegnung Doppeltes Problem. Und ich überlege, ob ich das Ganze mal mit dem neuen Deck spielen soll. Und ich tue es einfach mal. Und wir gucken mal, was passiert. Wenn die Herausforderung irgendwie doch zu schwer sein sollte, dann nehme ich halt ein Deck, wo schon was freigespielt ist. Ja. Behalte ich mal. Und ja, irgendwie wird unser Gegner immer die Hydra spielen, die dann irgendwie immer stärker wird, weil sie verdoppelt sich, ja, also irgendwie doppeltes Problem und so, ne? Und wenn er nur Hydren legen, die immer stärker werden, oh, bin ich mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Die Begegnungen werden ja von Mal zu Mal wirklich schwerer und anspruchsvoller. Und ja, also auf jeden Fall bin ich damit zufrieden. Also jetzt kam noch keine Hydra, das ist schon mal ganz gut. Die erste Hydra kann ich auch mit dem Pazifismus entsorgen, wenn sie dann zu stark wird. Und ich hau jetzt einfach mal mit dem Skelett drauf. Einen Schaden nehmen wir mit. Nächste Runde kommt das Child of Night für 3 vorbei. Je nachdem, vielleicht lege ich aber auch noch die Wächter von Akrasa, die haben ja wieder Edelmut. Aber eher lege ich, glaube ich, die Dienerin, weil die ja noch stärker ist. Muss ich mal schauen. Wobei ich halt die Lebenspunkte vielleicht ja sogar gebrauchen kann, die das Child of Night hier produziert. Und da kommt die Hydra mit einer Marke, mit einem Mana. Ja, doch, X gleich 1 mit einer Marke. Und im Upkeep verdoppeln sich die Marken. Also die 1-1er Hydra am Start. Sie kriegt ja irgendwann Doppelschlag. Quatsch, Doppelschlag, Trampelschaden. Irgendwie will ich die Lebenspunkte haben. Ich lege mal einen Verteidiger, den ich später auf jeden Fall brauche. Alternativ hilft mir vielleicht auch das Skelett ganz gut, wobei es gegen Trampelschaden ja dann irgendwie dann doch nichts mehr bringt. Ja, muss ich mal schauen, wie sich das Spiel so entwickelt. Hauptsache, ich lege immer was mit Edelmut nach. Das ist schon mal ganz wichtig. Denn ich muss irgendwie das Child of Night so stark kriegen, dass es nicht totgeblockt wird von so einer Hydra. Das wäre nämlich dann ziemlich doof. Und ja, mal schauen. So, die Stärke oder die Marken verdoppeln sich. Kein Angriff. Die nächste Hydra, X gleich 2. Also die kommt genauso stark wie die andere Hydra ins Spiel. Und in der nächsten Runde sind beide 4-4. Ich lege die entfaltene Wildnis. Weil ich jetzt nicht das vierte Mana unbedingt brauche, dann verbrauche ich die jetzt mal. Eine verzauber ich schon mal, würde ich sagen. Weil ich das früher oder später sowieso spielen werde. Und das Child of Night geht wieder angreifen. Wieder 4-3. Ich hätte ihn auch irgendwie in den Doppelblock locken können, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Alternativ wäre jetzt ein Flieger auch sehr gut, damit ich immer ungeblockt die letzten Schaden machen kann. Oder eben eine unblockbare Kreatur. Oder der Mantel aus Flüsterseide. Den haben wir ja im letzten Spiel bei unserem Gegner, glaube ich, gesehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das hier in dem unfreigespielten Deck schon drin ist. Werden wir sehen. So, 4-4er Hydra und ein 3-3er Hydra. Die 4-4er greift auch an. Die 4 Schaden werde ich jetzt nochmal nehmen. Die 8-8er Hydra werde ich dann definitiv blocken, weil sie dann noch keinen Trampelschaden hat. Und ja. Dann bin ich da nochmal ein bisschen sicherer. Ich lege mal weitere Angreifer. Beziehungsweise Edelmut-Kreaturen. Greife nochmal mit dem Child of Night an. Wie teuer ist das Regenerieren? 4. Das ist leider recht teuer. So, das Child of Night ist 5-4. Also überlebt auch einen Block. Das ist mir auch recht wichtig. Und den Schaden scheint er zu nehmen. Das Hydra-Ding. Ja, das ist schon mal ganz gut. Die 8-8er Hydra ist jetzt ein bisschen gefährlicher auf jeden Fall. 6-6er geht noch. Ich habe ja einen leichten Lebensbonus. Jetzt legt er aber die nächste Hydra, genau, mit X gleich 4. Oh, das wird schon gefährlich. Ich finde es immer sehr interessant bei den Begegnungen, wie... Oh. Oh, 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 jetzt muss ich überlegen. Nee. Wie ein stupides Deck, wie gefährlich das sein kann. Weil er legt ja nur Hydren und Länder. Er macht ja nicht wirklich viel.
Das ist schon interessant, was die Decks teilweise leisten können. Ja, leider kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Also jedenfalls nicht mehr auf dem Boden. Das ist echt doof, dass dem Deck hier die Puste ausgeht. Das ist halt echt schade. Ich habe so viel Mana zur Verfügung und dann irgendwie keine passenden Karten. Das ist echt blöd. Ja, die Hydren sind 16, 16, 12, 12, 8, 8. Das ist ziemlich mies. Nächste Hydra. Ja, das wären genau 28. Es ist egal, die trampeln sowieso. Also irgendwie behalte ich mir lieber die Edelmut-Kreaturen. Vielleicht kommt irgendwas. Ja, die... Wäre die eine Runde oder zwei Runden früher gekommen, wo ich nur Länder gezogen habe, hätte es in der Tat was gebracht, da die ganzen gegnerischen Kreaturen jetzt trampeln. Bringt nichts. Ich hätte nämlich hier schön angreifen können. Also, Potenzial ist da. Das Nepharox Edelmut-Deck schafft es auf jeden Fall. Deswegen versuche ich es jetzt auf jeden Fall nochmal. So, die Starttan sieht in Ordnung aus. Wobei, ich will aggressiv auf... Ja. Removal plus den Engel, das ist ganz gut. Es ist zwar eine mega langsame Hand, aber naja. Oh, das... Oh, das zweite Pazifismus. So, erste Runde natürlich die Evolving Wilds auf die Ebene, damit wir das schöne weiße Mana zur Verfügung haben. Ich werde noch ein zweites weißes Mana brauchen für den Engel, aber das dauert halt noch. Und... Das werde ich hoffentlich nachziehen. Ah, Child of Night für einen kleinen, schönen Aggro-Start. Auch nett. Da habe ich dann schon mal einen Beater. So. Mal schauen, vielleicht wird das ja was hier, der zweite Durchgang. Und mal sehen, mal sehen. Ja, die Hydra soll erlegen. Nein, ich will weiter Druck aufbauen. Wenn ich früher Edelkreaturen lege, mache ich mehr Schaden. Und das bisschen Schaden, was ich jetzt zurückbekomme, ist erstmal okay. Ich habe halt kurz überlegt, ob ich einen Pazifismus legen soll. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich das tun sollte an der Stelle. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch einfach die Wächter legen können. Die habe ich irgendwie ganz übersehen. Oder mit einer Karte. Weiß ich gar nicht, was ich mir da jetzt gedacht habe. Da hätte ich mir einen Schaden sparen können, aber naja gut. Oder zwei. Aber das kommt hier am Ende eh nicht auf die Feinheiten an, weil entweder gehe ich vollends unter oder gar nicht. So. Jetzt kommt Doppelpazifismus, weil das sind nachher die Hydren, die am allerstärksten werden. Also die, die er am frühesten legt, das sind die, die am Ende am stärksten sind. Alle, die er jetzt nachlegt, werden immer schwächer sein über die Zeit. Deswegen, ja, jetzt das Pazifismus rauszuhauen, ist also keine Verschwendung mehr. Und ich hoffe auf ein Land. Wenn ich jetzt ein Land nachziehe, kann ich den Engel legen, weil er haut ja selber auch für 4. Also ich werde natürlich dann mit dem Engel angreifen und nicht mehr mit dem Child of Night. Das wäre dann auf jeden Fall schon mal recht solide. Ja. Wunderbar. Da kommt der Engel. Ich greife auch an. Abtauschen wird er wahrscheinlich nicht. Also immer wenn er eine Hydra abtauschen würde, wäre das für mich vollkommen in Ordnung. Das ist aber, die Begegnung ist wahrscheinlich so gemacht, dass das einfach nicht tut. So, sind dann nochmal 4. Dagegenüber geht auf 10 und ich auf 28. Das Damage Race, das könnte klappen diesmal. Ihr seht, die Hydren gehen hier auf 8,8. Sie sind also immer stärker als die jetzigen. Und die nächste Hydra, die ihr spielt, ist 4,4. Ne, 5,5. Er legt ja noch ein Land. Ne, 4,4. Ne, war richtig gerechnet. Ja. So, die 6,6er Hydra schaut vorbei. Ich überlege, ich will die Edelmut... Wobei, ja, selber Edelmut. Es reicht zweimal mit dem Engel anzugreifen, denn er ist 5,5. Das ist perfekt. Da kann ich hier nämlich an der Stelle einfach mal blocken. Weil das bisschen... Den einen Bonusschaden brauche ich einfach nicht. So.
lege ich noch einen Blocker, der gleich den 8-8er blocken kann. Beziehungsweise das Child of Night kann ich auch reinhalten. Und ja, gut, die hatte jetzt auch wieder Edelmut, aber wie gesagt, es wäre einfach nicht nötig gewesen. Er geht auf 4, ich gehe auf 34 und gewinne damit das Damage Race. Also mit einer guten Hand habe ich die Herausforderung, die Begegnung, ist ja keine Herausforderung, hier jetzt geschafft. Ja, 0 Karten freigespielt hier in dem Deck. Also ihr seht, es ist möglich. Es war ein bisschen Glück dabei. Ich habe halt auch aggressiv immer Mulligan gemacht. Also immer. Was heißt immer? Pazifismus ist wichtig. Der Engel ist zum Beispiel ganz gut, beziehungsweise ein Lifelinker. Und so, hier halte ich nochmal 8 Schaden auf. Krieg dann 12 reingehauen. Gehe wieder zurück auf 22. Krass, hier wäre sogar noch das Doomblade gekommen. Aber brauche ich ja jetzt nicht. So hätte ich mich auf jeden Fall noch eine Runde halten können. Also das Spiel hätte sogar noch vom Damage Race eine Runde länger gehen können. Die hätte ich dann auch noch überlebt. Und wunderbar. Eine sehr coole Begegnung, muss ich sagen. Sehr schwer, obwohl sie simpel aufgebaut ist. Ist es halt doch eine Herausforderung, wirklich. Sehr schön. Und dann seht ihr im nächsten Video vermutlich den Kampf gegen Ajani. Oder ich schiebe eine Herausforderung dazwischen. Muss ich mal schauen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.